laufe gerade nach Hause. Es ist so kalt, ich schwöre. Ja, entspannter Abend, würde ich sagen. Und damit ein herzliches Moin Moin. Ja, wer hätte es gedacht? Wir schauen uns heute mal wieder Goofy A-Memes und Videos an, die mir mein Onkel beim Mittagessen gezeigt hat. By the way, das ist mein Onkel. Ja, wie auch immer. Going bad. Die Bres hier sind in der Bowlingbahn und machen sich einen gemütlichen Abend mit den Jungs. Und wie es sich auch gehört, muss man immer der Krasseste sein beim Bowling. So wie es dieser gute Mann hier auch vorhat. Ja, guter Wurf eigentlich. Albtraum. Der trifft einfach ein Rohr in der Decke. Die Bowlingbahn ist innerhalb der nächsten 20 Minuten komplett geflutet mit so stinkendem Abflusswasser. Bro, der hat echt hardcore reingeschissen. Viel Spaß mit der Rechnung auf jeden Fall, weil die Bowlingbahn wird durch dich erstmal außer Betrieb sein für die nächsten Wochen. GG's. Guck mal, ich verstehe viele Frisuren, weil alles ist irgendwo Geschmack. Und wenn du einen Edgar-Cut feierst, ja gut, dann mach dir halt einen Edgar. Ich finde halt, es sieht arsch aus, aber okay. Aber was sich der nächste Typ hier gedacht hat, weiß ich echt nicht. Bro, what the fuck? Ist das? Und wieso schwimmt da dieser Fisch drin? Die sind doch alle gestört. Yo, Broski, mach mir mal heute Seiten auf. Keine Ahnung. Einfach mal auf dem Kopf mit Aquariumfunktion. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Ich habe so viele Fragen, wenn ich das sehe. Vertraut mir, Jungs, der kommt gefährlich. Macht euch den Schnitt und euer Crush wird sich in euch verlieben. 100% Erfolgsgarantie. Okay, wirklich, dieses Kind hier ist mit Abstand das gottloseste Kind, was ich seit langem gesehen habe. Nein, nein, nein. Der kleine P hat nicht wirklich die Reifen zerstochen, oder? Junge, was ein Gottloser. Der will einfach nur nicht in die Schule gehen und zersticht einfach die Reifen von seinen Eltern, damit sie ihn nicht fahren können. Der ist doch gerade mal vielleicht 8 Jahre alt. Wie kann man in diesem Alter schon ein Teufel sein? Ich glaube, wenn das mein Sohn mit meinem Auto machen würde, ich würde ihn an mein Fahrrad ketten mit einem Seil und ihn hinter mir herschleifen, während ich zu seiner Schule fahre. Was ein kleiner Lacker, Digga. Bah. Beste Werbung für Kondome. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr so vor wem auch immer cool und lässig aussehen wollt und dann immer genau das Gegenteil davon passiert? Der hier musste das auch lernen auf eine harte Art und Weise. Ihr wollt euren Crush beeindrucken? Oh, Junge, klipp das mal. Holy sheesh. Holy sheesh, Digga. Holy sheesh, Mann. Wirklich, sowas passiert eigentlich echt nur im Film. Wie er da vorgeklatscht ist. Oh mein Gott. Da passt perfekt das Tagesshow-Intro drauf. Ihr wollt euren Crush beeindrucken? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wirklich ein 10 von 10 Clip, Mann. Ich muss das nochmal sehen. Ihr wollt euren Crush beeindrucken? Oh, Junge, clip das mal. Holy sheesh. Holy sheesh. Guckt mal, dieser kleine süße Butchie hat ein riesen Lego-Raumschiff bekommen als Geschenk. Und nachdem er es nach 2 Wochen aufbauen endlich fertig hat, macht es seinen ersten Probeflug. Yeah. Uff. Oh oh, ich kann das Schreien von ihm schon hören. Ich weiß ganz genau, dass er ultra ausgerastet ist danach und für Stunden geheult hat. Das Raumschiff musste halt eben Notfalllandung machen. So schnell auf dem Boden wie möglich. F an den Bre. Because. Yo, okay, okay, alles gut. Wenn ich mit ihr in einer Beziehung wäre, bin ich original das, nachdem ich das gesehen habe von ihr. Because. For real, ich würde alles sauber machen, weil ich Angst hätte, dass sie mir so eine Bombe drückt. Someone keep Mike away from boards. Lass den guten Mike Tyson wirklich lieber nicht nochmal auf ein Skateboard, ansonsten endet das böse. Der Bre hatte gerade noch Glück, dass die Couch dort war.
Oh nein, oh nein, er steigt auf ein Hoverboard. Oh mein Gott. Einfach Erdbeben entstanden durch seinen Sturz. Holy sh... Ach so, nee, sorry. Holy sheesh, war das laut, als wäre eine Atombombe hochgegangen. Okay, holt schon mal die Taschentücher raus, denn jetzt wird es traurig. Mein Vater hat einfach Nein gesagt. Hier. Oha, was ist passiert, dass er so mad und traurig ist? Bro, komm runter. Leben wird auch nicht besser, wenn du deinen pinken Puppenwagen rumschmeißt. Wieso steht sowas eigentlich bei dir im Zimmer? What the fuck? Nee. Ich hab euch gesehen. Ihr seht so glücklich von diesem Projekt. Aber nee, da muss mein blöder Vater kommen und sagen nein. Sorry, Leute. Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein GTA. Oh nein, der Bre schiebt Depressionen, weil sein Vater ihm nicht erlaubt, GTA zu zocken. Guter Vater, so soll das sein. Geh mal raus an die frische Luft, bisschen echtes Leben genießen und nicht sowas hier die ganze Zeit. Sorry, Leute. Leider kein GTA. Sorry Leute, heute leider kein GTA mehr. Der Arme fällt ins Loch, weil er kein GTA spielen darf. Ich sag euch ehrlich so, wie es ist. Richtige Entscheidung von seinem Vater. Wenn er schon so am Ausrasten ist in seinem Zimmer... Hier. Dann ist das schon das eindeutige Zeichen, dass er zu viel am Zocken ist. Eigentlich müsste der Vater noch das mit seiner Playstation machen. Ich hab so Ärger bekommen. Aber jetzt nützt es nichts mehr. Sie fliegen. Yeah, das nenne ich richtige Erziehung. Du kaufst dir in Frankfurt No-Name-Schuhe. Ich hatte mir mal in Frankfurt so No-Name-Schuhe gekauft, ne? Aber ich habe die nie angezogen, weil ich hatte immer Angst, dass jemand drauf tritt, ne? Weil... Was ist das? Oh mein Gott, was sind das für geile Treter? Wo bekomme ich die her? Ich brauche so welche mit meinem Intro-Song. Stellt euch vor, wie krass das wäre, wenn man drauf drückt und dann kommt... Holy sheesh, das hat Drip. Gang, gang, gang. POV, man fragt einmal, ob die Qualität gut ist. Aber das ist ein Was macht er da mit dem Koffer? Hat der Koffer deine Frau gefickt oder wieso bist du so sauer auf ihn? Der hat wirklich persönliches Problem mit ihm. Der Typ hat ja mal gar keinen Bock auf seinen Job. Ich wette, der muss dieses Programm jeden Tag so 50 Mal durchziehen. Ja, geiler Koffer. Und der da hinten? Kannst du mir das auch mal zeigen, ob die Qualität von dem gut ist? POV, du hast 3 Tage vor Terminal 2 geparkt und dann siehst du das. So, 3 Tage lang hier Flughafen geparkt und so ein Shit. Jetzt sehen wir mal, wie viel das kosten wird. Guck mal, das schluckt gleich, guck mal. Guck mal, wie eine Ho, ehrlich. Jay! 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 Was? Nee. Oh mein Gott, die Jungs sind am Ab... 540 Euro für Parken? Für Parken? Mit was hast du geparkt, Bro? Mit einem Panzer? Na, Bro, wenn ich das sehen würde, auf gar keinen Fall werde ich auch nur 1 Cent davon bezahlen. Dann wird auch mal entspannt mit Vollgas durch die Schranke gebrettert. Ich zahle doch keine 540 Euro für Parken. Guckt euch das mal an, wie das mein Cash look. Guck mal. Weiter geht's. Schluck. Ich hab nicht mal Bock, diese Geld reinzumachen, weißt du, was ich meine? Guck mal, der mich anruft, soll mich mal nicht nerven, ja? Morgen liege ich im Koma. Bruder, David, nervt man nicht, Digga, nervt man nicht, Mann. Damn.
Jalla, jalla, gib mir rein. Der Bre geht ins Konto-Dispo, weil er parken wollte. Und die zahlen das sogar noch. Also erstens, Respekt, dass ihr das zahlt. So, korrekt von euch. Und zweitens, auch kein Respekt, dass ihr das zahlt, Mann. Wegen sowas ist es auch nicht verwerflich, mal kurz kriminell zu werden. For real, for real. Das Parkhaus ist doch eh reich. Die können auch mal darauf verzichten, auf korrekt. Naja, Freunde, und falls ihr der Meinung seid, dass Parken kostenlos sein sollte, egal wo man ist, auch hier, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.